Sie sitzen im größten Lernsimulator Europas, der Erdbeben bis zu einer Stärke von 7 auf der Richterskala nachahmen kann. Dieser einmalige Simulator wurde vollständig von der Hochschule für Ingenieurswissenschaften, der HESSO Valle Wallis, entwickelt. Fachleute aus den Bereichen Maschinenbau, Automatik und Informatik haben während mehrerer Jahre an seiner Entwicklung gearbeitet, um mittels eines Systems aus Hydraulikzylindern, die sich unter der Plattform befinden, Erdbeben simulieren zu können. Es sind ähnliche Zylinder, wie sie für gewisse Baumaschinen verwendet werden. Wie unsere Muskeln funktionieren diese Zylinder nur unter Zugbelastung. Wenn die beiden rechten Zylinder ziehen, verschiebt sich die Plattform nach rechts. Um die Plattform nach vorne zu verschieben, müssen die beiden Zylinder vorne betätigt werden. Der Simulator bewegt sich vor- und rückwärts, aber nicht nach oben oder nach unten. Jeder Zylinder hat eine Zugkraft von 2,7 Tonnen und kann horizontale Beschleunigungen von 1 G erzeugen, was einem Auto entspricht, das innerhalb von 2,7 Sekunden von 0 auf 100 km pro Stunde beschleunigt. Die Automatikingenieure haben einen Computer programmiert, der die Bewegungen dieser vier Zylinder koordiniert, um so ein Erdbeben zu simulieren. Der Boden des Simulators muss einfach bewegt werden können. Er befindet sich auf 6 Pfeilern, die auf Luftkissen ruhen. Der Luftdruck in den Leitungen könnte 1 Kilogramm hochheben. Unter einem Pfeiler ist die Oberfläche jedoch viel größer und derselbe Druck reicht dann aus, um ein Gewicht von 500 Kilogramm zu heben. Die Pfeiler werden so zu regelrechten Luftkissenfahrzeugen. Zum Glück verschiebt sich der Simulator nur um 30 cm, was für diese 6x5 Meter große Anlage, die bei voller Belegung 3 Tonnen wiegt, schon viel ist. Die Kompetenzen, die für die Entwicklung dieses Simulators nötig waren, werden im Rahmen der Bachelor-Ausbildungen der Hochschule für Ingenieurswissenschaften in Sitten vermittelt. Unsere zukünftigen Ingenieure und Ingenieurinnen werden dazu ausgebildet, die technischen und technologischen Herausforderungen unserer Gesellschaft zu bewältigen. Nachdem Sie einen kleinen Einblick in unseren Simulator erhalten haben, wünschen wir Ihnen jetzt viel Spaß bei der Besichtigung.